Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Deutschland arbeiten Bundesregierung und Behörden daran, eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Gesundheitsminister Spahn und Innenminister Seehofer haben einen gemeinsamen Krisenstab eingerichtet und heute Einzelheiten vorgestellt. Ziel ist es, die Bevölkerung so gut wie möglich zu schützen. Unter anderem sollen Reisende stärker kontrolliert werden. Im nordrhein-westfälischen Gangelt werden 300 Besucher einer Karnevalssitzung dringend gesucht. Sie sollen in häusliche Quarantäne. Ein Ehepaar könnte andere Besucher infiziert haben. Der Mann und die Frau werden in Düsseldorf stationär behandelt. Bestätigt werden in Nordrhein-Westfalen immer mehr Infektionen. Das Problem? Ein Thema ist unter anderem, dass wir den Kern, die Erstinfektion zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, anders als bei allen anderen Ausbruchsentwicklungen, die wir bis jetzt in Deutschland gesehen haben, noch nicht haben ausfindig machen können. Gesundheitsminister Spahn und Innenminister Seehofer leiten den neuen Corona-Krisenstab des Bundes. Sie sagen, die Lage habe sich in Deutschland deutlich verschärft. Ihr Arbeitsauftrag? Die Infektionsketten in Deutschland zu unterbinden und auf der anderen Seite Infektionsketten nach Deutschland in den Griff zu bekommen. Deshalb werden Reisende erfasst, wenn sie per Flugzeug aus China, Japan, Südkorea, dem Iran oder Italien kommen. Treten bei einem Reisenden später Symptome auf, will man die Mitreisenden identifizieren können. Bei Bus- und Zugreisenden setzt der Bund auf freiwillige Kontrollen. Ungeachtet der Kosten solle man eher zu viel als zu wenig auf das Virus testen, sagt der Bundesgesundheitsminister, die Kassen müssten zahlen. Zum Stresstest wird das Coronavirus längst für die deutsche Wirtschaft. Noch fehlen kaum Zulieferteile aus China, aber der chinesische Markt bricht teilweise ein. Der Bundeswirtschaftsminister fordert ökonomische Hilfestellung. Es geht darum, dass man zu gegebener Zeit Maßnahmen, die ohnehin geplant sind, vorzieht und dass man dafür sorgt, dass entsprechende konjunkturstimulierende Rahmenbedingungen verändert werden, im Bereich des Steuerrechts, im Bereich der Unternehmensbesteuerung. Corona wird zum Politikum. Die oppositionelle FDP kritisiert, zu zögerlich habe die Bundesregierung auf die Gefahren für Gesundheit und Wirtschaft reagiert. Allerdings sind derzeit noch keine seriösen Angaben über das zu erwartende Ausmaß der Corona-Epidemie zu machen. Der Krisenstab ist auch vor dem Hintergrund weiterer Corona-Fälle in mehreren Bundesländern gebildet worden. Am Abend wurde bekannt, dass es im nordrhein-westfälischen Heinsberg 14 neue Infektionen gibt und in Baden-Württemberg 4 neue Fälle. Die Bundesminister, das Robert-Koch-Institut und kommunale Behörden erinnern immer wieder daran, wie wichtig Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen sind. Für den Chef des Robert-Koch-Instituts ist eines ganz klar. Man habe es mit einer schweren Krankheitsform zu tun. Von jetzt an werde man täglich über den aktuellen Stand informieren. Wir müssen Zeit gewinnen und alles, was wir tun können dafür, das tun wir. Es ist aber natürlich nicht auszuschließen, dass sich das Virus weiter verbreitet. Jeder Tag bringe neue Erkenntnisse. Das Coronavirus ähnelt dem bekannten SARS-Virus, das 2002 eine Pandemie ausgelöst hatte. Die Ansteckungsgefahr beim Coronavirus aber sei, wie man jetzt weiß, doch größer als bei SARS. Es ist tatsächlich so, dass dieses Virus zu einem sehr frühen Zeitpunkt ausgeschieden wird. Das heißt also, Menschen, die auch wenig Symptome haben, andere Menschen anstecken können. Das ist eine Erkenntnis, die wir seit wenigen Wochen erst haben. Grund zur Panik gäbe es nach wie vor nicht, so das RKI. Aber jeder sollte sich an die Schutzmaßnahmen halten. Nicht in die Hände, sondern in die Armbeuge niesen. Hände regelmäßig waschen oder gegebenenfalls desinfizieren. Und für Erkrankte gilt, Arzt telefonisch kontaktieren, zu Hause bleiben und Schutzmaske tragen. Nur so könne die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden. Das ist wichtig, weil die Entwicklung eines Impfstoffes noch Monate dauern wird und weil es bisher keine Medikamente gegen die Lungenkrankheit gibt. Was bei Reisen in Europa oder Asien derzeit zu beachten ist, die wichtigsten Fragen dazu beantworten wir auf tagesschau.de. Dort erklären wir auch die neuen Aussteigekarten, die Rückkehrer aus bestimmten Ländern in Deutschland ausfüllen sollen.
Nach dem rassistischen Anschlag von Hanau hat sich heute der Innenausschuss des Bundestages mit der Gewalttat beschäftigt. Die Sitzung begann mit einer Schweigeminute. Innenminister Seehofer sagte, es ziehe sich eine, so wörtlich, Blutspur des Rechtsextremismus durch Deutschland. Bei dem Anschlag hatte ein 43-jähriger Deutscher 9 Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Die Polizei fand den Schützen und seine Mutter später tot auf. Sie fordern die Politik zum Handeln auf. Migrantenverbände haben einen offenen Brief mit vielen Vorschlägen an Kanzlerin Merkel geschrieben. Eine grundsätzliche gesellschaftliche Debatte über Rassismus im Land sei nötig. Außerdem, sie wollen mehr Einflussmöglichkeiten auf politischer Ebene. Es hätte mein Bruder, es hätte meine Familie, es hätte meine Freundinnen treffen können. Ja, es hätte andere Hunderttausende, Millionen von migrantisierten und rassifizierten Menschen treffen können. Die Botschaft war auch hier eindeutig. Kein Ort ist mehr sicher in Deutschland. Auch am Vormittag Treffen des Innenausschusses im Bundestag. Dabei sind der Innenminister und die Chefs der Sicherheits- und Ermittlungsbehörden. Am Ende wenige neue Details. Aber klare Worte, die Gewalttat sei ohne Zweifel rassistisch motiviert. Und dass deshalb gemeinsam mit dem, was in den letzten Monaten in Deutschland passiert ist, wir eine sehr hohe Bedrohungslage durch Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit haben. Der mutmaßliche Täter wurde kurz vor den Morden von Hanau wegen Falschparkens kontrolliert. Hinweise auf mögliche Mittäter gäbe es bislang keine. Betont wird, er habe planvoll gehandelt. Wir haben heute auch erfahren, wie der Täter die Shisha-Bars in Hanau ganz konkret ausgekundschaftet hat und dass er sich hier ganz bewusst auch für diese Orte entschieden hat und dass das kein Zufall gewesen ist. Weil das Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung ist extrem hoch. Es gibt diese starke Verunsicherung und es gibt einfach Menschen in diesem Land, die haben Angst. Und darauf muss dieses Land, dieser Staat, die Bundesregierung mit aller Entschlossenheit reagieren. Die Botschaft auch der Migrantenverbände ist angekommen. Es gibt ein gesamtgesellschaftliches Problem mit Rassismus und Rechtsextremismus, das nicht nur durch sicherheitspolitische Maßnahmen, sondern auch durch eine wehrhafte Zivilgesellschaft bekämpft werden müsse. Das haben heute alle Parteien außer der AfD nach dem Ausschuss noch einmal betont. Das Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen in Gerichtssälen in Hessen ist verfassungsgemäß. Das Bundesverfassungsgericht hat die Beschwerde einer Deutsch-Marokkanerin gegen die Regelung zurückgewiesen. Zur Begründung hieß es, das Verbot schränke zwar die Religionsfreiheit und das Persönlichkeitsrecht der angehenden Juristin ein. Das sei aber angesichts der weltanschaulich-religiösen Neutralitätspflicht des Staates gerechtfertigt. Ähnliche Vorschriften haben auch andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen und Berlin. Die Juristin Esma El-Idrissi klagte in eigener Sache. Als sie nach dem Studium ihre praktische Ausbildung begann, hieß es vom hessischen Justizministerium, im Justizdienst habe sie sich gegenüber Bürgerinnen und Bürgern neutral zu verhalten. Konkret, mit Kopftuch würde sie nicht auftreten dürfen. Ich durfte keine Sitzungsvertretung für die Staatsanwaltschaft machen. Ich durfte keine Beweisaufnahmen durchführen. Und auch innerhalb der Verwaltungsstation durfte ich keine Anhörungsausschusssitzungen leiten. Alles Tätigkeiten, die während der Ausbildung vorgesehen sind. Stattdessen musste El-Idrissi im Zuschauerbereich sitzen. Das ist rechtens, so das Bundesverfassungsgericht. Grund ist die Neutralitätspflicht des Staates. Das heißt die Pflicht, sich weltanschaulich religiös neutral zu verhalten. Aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts greift das Kopftuchverbot zwar in die Religionsfreiheit ein, ist aber durch andere Verfassungsgüter gerechtfertigt. Der Religionsfreiheit der Referendarin stehen die weltanschaulich-religiöse Neutralität des Staates, die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege und die Freiheit Dritter, nicht mit religiösen Symbolen konfrontiert zu werden, gegenüber. Keine dieser Rechtspositionen überwiege so sehr, dass das Kopftuch auf der Richterbank zwingend verboten oder erlaubt werden müsse. Der Gesetzgeber müsse vielmehr einen für alle zumutbaren Kompromiss finden. Damit liegt der Ball also wieder bei den Bundesländern. In einigen gibt es schon ähnliche Vorschriften wie in Hessen, in anderen ist die Frage gar nicht geregelt. Entweder weil sich das Problem dort nie stellte oder weil man eine Lösung im Einzelfall gefunden hatte. Die Entscheidung bezieht sich ausdrücklich nur auf Juristinnen in der Ausbildung. Für Richterinnen könnte aber Ähnliches gelten. Die Gefahr, bei einem Verkehrsunfall zu sterben, ist erneut gesunken. Laut Statistischem Bundesamt erreichte die Zahl der Verkehrstoten einen neuen Tiefstand.
Nach vorläufigen Zahlen kamen im vergangenen Jahr 3.059 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, 216 weniger als im Jahr 2018. Noch nie seit Einführung der Statistik vor knapp 70 Jahren waren es weniger. Die Europäische Union und die afrikanischen Länder wollen künftig enger zusammenarbeiten. Deshalb ist EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit einer hochrangigen Delegation aus Brüssel zu Gesprächen nach Äthiopien gereist. Dort ist der Hauptsitz der Afrikanischen Union, einem Zusammenschluss aus den 55 Staaten Afrikas. In ihnen leben insgesamt mehr als 1,2 Milliarden Menschen. Noch in diesem Jahr soll eine Freihandelszone die Geschäfte quer über den Kontinent erleichtern. Darin sieht auch Europa wirtschaftliche Chancen. Großes Aufgebot beim Familienfoto in Addis Abeba. Mit 20 Kommissaren, so viele wie nie zuvor, besucht Ursula von der Leyen die Kollegen der Afrikanischen Union in Äthiopien. Ob Migration oder Sicherheit in der Region, im Sahel oder Libyen, es gibt viele gemeinsame Themen. Und es ist in unserem Interesse, dass beide Kontinente stark werden. Wir haben gelernt in den letzten Jahren, wie sehr unsere Stabilität in Europa davon abhängt, dass unsere Nachbarschaft stabil ist. Jugend und Arbeitsplätze, auch darum geht es. Diese jungen Pilotinnen werden in ihrer Ausbildung bereits von der EU unterstützt. Wie gut sie schon im Flugsimulator sind, schaute sich Ursula von der Leyen heute an. Auch die Wirtschaft in Afrika wächst weiter zusammen. Von Sommer an tritt ein Freihandelsabkommen in Kraft. Der neue Markt soll große Chancen eröffnen. Die Afrikanische Union und ihre Mitglieder wünschen sich ganz ernsthaft, ihre wirtschaftlichen Verbindungen und Investitionen untereinander zu stärken und durch verantwortliches Handeln Wert zu schaffen und Arbeitsplätze. Davon soll auch die EU profitieren. Das Treffen heute war nur ein Auftakt. Die EU und Afrika wollen dieses Jahr ihre Partnerschaft auf ganz neue Beine stellen. Dafür wird es Zeit, denn China und Russland bemühen sich verstärkt um den afrikanischen Kontinent. Afrika hat also Alternativen. Wenn Europa nicht zurückbleiben will, muss es sich um eine engere Partnerschaft kümmern. Auch wenn es Differenzen gibt, etwa bei dem Thema Menschenrechte. Hier sollen die Probleme offen angesprochen werden. Die britische Regierung droht, die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zur EU platzen zu lassen, sollte es bis Juni keine Fortschritte geben. Großbritannien werde seine Gesetze nicht an EU-Regelungen anpassen, heißt es in dem heute vorgelegten Verhandlungsmandat. Es liefert die Grundlage für die britische Position bei den am Montag beginnenden Gesprächen. Dabei soll bis Ende des Jahres ein Freihandelsabkommen ausgehandelt werden, bevor die Brexit-Übergangszeit endet. Der angeschlagene Stahl- und Industriekonzern ThyssenKrupp verkauft seine Aufzugssparte für 17,2 Milliarden Euro an ein Konsortium. Zu den Käufern um die Finanzinvestoren Advent und Cinven gehört auch die RAG-Stiftung. Mit dem Geld will ThyssenKrupp Schulden abbauen und den geplanten Konzernumbau finanzieren. Die Kartellbehörden müssen dem Geschäft noch zustimmen. Der Sänger Ben Dolitsch vertritt Deutschland in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest in Rotterdam. Der 22-Jährige wird mit dem Song Violent Thing antreten. Zwei Jurys aus Musikexperten und ESC-Fans hatten Dolitsch unter mehr als 600 Künstlern ausgewählt. Der federführende NDR hatte sich gegen ein Publikumsvoting entschieden, nachdem deutsche Künstler in den vergangenen Jahren meist schlecht abgeschnitten hatten. Ein bisschen schüchtern wirkt Ben Dolitsch noch, als er in Hamburg vorgestellt wird. Mit dem Song Violent Thing soll er im Mai beim Eurovision Song Contest die weltweit etwa 200 Millionen Fernsehzuschauer begeistern. Der 22-Jährige wurde in Slowenien geboren, lebt jetzt in Berlin. Ich fühle mich sehr stolz, dass ich denn Deutschland vertrete. Ich hatte schon seit ein Kind ESC nachgeschaut und immer den Lieder gesungen. Und seit dann wollte ich auf den ESC singen. 2018 erreichte er bei der Castingshow Voice of Germany den zweiten Platz. Jetzt überzeugte er zwei unabhängige Jurys. So mancher ESC-Fan hat den Publikumsvorentscheid vermisst. Doch ESC-Kennerin Barbara Schöneberger ist zuversichtlich. Was ist ein guter Song? Es ist ein Song, der ins Ohr geht. Es ist ein Song, der theoretisch im Radio gespielt werden wird oder könnte. Und ich bin sehr zufrieden. Der Song stammt vom Produzenten Boris Milanov. Dessen ESC-Kompositionen haben es in den vergangenen 4 Jahren immer unter die Top 7 geschafft.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 28. Februar. Ein kleines, aber kräftiges Tief bringt in der Nacht von der Mitte bis in den Südosten zum Teil noch Schnee- und Regenfälle, im Süden auch Sturm. Südlich der Donau und im Bergland gelten Unwetterwarnungen vor orkanartigen Böen. Im Lauf der Nacht lockert es teilweise auf. Morgen fällt in der Osthälfte noch hier und da Schnee oder Regen. Sonst ist es meist trocken, zeitweise scheint die Sonne. Am Abend folgt ganz im Westen wieder Regen. Heute Nacht Tiefstwerte von +3 bis -4 Grad. Morgen werden im Fichtelgebirge 1, am Oberrhein 9 Grad erreicht. Am Samstag wird es deutlich milder bei vielen Wolken und zeitweise Regen. Dazu von Westen her wieder sehr windig. Sonntag und Montag wechselhaftes Wetter, dabei auf den Bergen auch wieder Schnee. In den Tagesthemen um 22.15 Uhr geht Ingo Zamperoni der Frage nach, wie gut das deutsche Gesundheitswesen gegen das Coronavirus gerüstet ist. Und zwischen Reiselust und Reisefrust. Was tun bei einer Ansteckung im Urlaub? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.